Hallo, wir sind hier im Motel One in Magdeburg, also direkt in meiner Heimatstadt. Ich habe mir hier mal ein Zimmer gebucht und wir befinden uns hier im hinteren Teil des Altbaus, denn das Motel One hat zwei Gebäudeteile, einen Altbau und ein Barockgebäude und einen Neubau. Ich habe das etwas teurere Zimmer im Altbau gebucht und wir hier sehen hier noch die alte Wand der ehemaligen Domdechanei, einem romanischen Bau aus dem Jahre 1100 nach Christus. Wir gucken mal in das Zimmer rein. Das Zimmer ist recht hell, in Weiß viel gehalten. Was man hier knistern hört, das ist das Feuer hier im Fernseher. Das Zimmer ist etwas größer als die üblichen Zimmer, die man im Neubau finden würde. Ausgestattet mit einem großen, bequemen Bett. Es gibt auch Steckdosen, die sind aber sehr bescheiden hier unten angebracht. Das hätte man sicherlich auch anders lösen können. Man sieht das auch auf der anderen Seite. Da gibt es sogar USB-Steckdosen, aber auch die halt ja, ganz unten am Fußboden. Ein Tisch, ein kleiner Stuhl sind hier mit dabei. Ein Sessel, was hier auch ganz schön ist und wohl besonders auch für Leute gut ist, die etwas länger hier in Magdeburg bleiben möchten, was ich auch ganz gut verstehen kann. Es gibt hier einen richtigen Kleiderschrank. Ja, hier kann man seine Sachen ganz vernünftig im Kleiderschrank packen. Ich habe meine Jacke drin. Ansonsten, wie man sieht, genug Fächer. Also wer ein paar Tage länger in Magdeburg bleiben möchte, sollte dann, wenn er hier im Hotel One übernachtet, wohl lieber das etwas teurere Zimmer nehmen. Das kostet 10 Euro mehr. Das Badezimmer ist mit einer Dusche ausgestattet. Rechte Hand die Toilette. Linke Hand das Waschbecken und hier natürlich die Dusche. Alles sehr modern. Soweit also die Ausstattung. Klimaanlage ist vorhanden. Man sieht hier die Stellvorrichtung, WLAN kostenlos verfügbar. Die Rechnung bezahlt man in der Regel beim Check-in und da steht dann auf der Rechnung auch gleich der WLAN-Code für das jeweilige Zimmer drauf. Und damit kann man mit bis zu drei Geräten gleichzeitig online gehen. Und wenn man genau guckt, sieht man, dass die Räume hier auch sehr, sehr hoch sind. Und es hängt halt wirklich damit zusammen, dass das hier so ein Altbau ist, den man jetzt nicht so einfach umbauen konnte. Das Zimmer bei mir, was ich hier habe, geht nach hinten raus auf so einen kleinen Innenhof. Wir können da mal aus dem Fenster gucken. Ich kann sogar, das Fenster ist sogar eine richtige Tür, wie bei so einem Balkon. Kann man also rausgehen. Hier dieses Gebäude direkt gegenüber ist der Neubau mit den kleineren Zimmern. Kann draußen sitzen im Sommer. Und man ist, das kriegt man hier so ein bisschen auch mit, abseits von der Straße. Viel Verkehrslärm hat man hier also nicht zu befürchten. Hier sieht man das, den Altbau. Die Tür, die man dort jetzt sieht, die geht vorne rein in den Bereich, wo die Lobby ist, wo der Check-in ist und wo dann auch die Bar ist und wo man auch frühstücken kann. Also ein wirklich ganz
sprechendes Hotel, ganz tolles Zimmer. Ist 2015, glaube ich, erst eröffnet worden. Noch nicht so alt. Das Motel One in Magdeburg.